Ja! Mach mal hierzu. So, und jetzt komm bitte nach oben. Dann kann nämlich hier die weg und wir können hierzu machen. Und da sind wir sogar fertig mit dem Zumachen. Yay. Hm. Soldatenkultur und dann sehen wir weiter. So, den Block noch. Und da sind wir fertig. Das heißt, wir können jetzt hier alles schön zupflanzen mit... Eigentlich möchte ich das nicht alles zupflanzen mit Laub. Eigentlich hätte ich gerne hier eine Steinstraße. So als Trenner. Hier hinten sogar eine Steinmauer. Und jetzt dann hier rum. Den Moosboden. Wobei hier könnte ich... Ups. Könnte ich auch noch so eine Steinabzweigung machen. So, und dann den Rest mit dem Moos bepflanzen. Boden. So. Fertig. Gut, es sind halt hier zwei Pflanzen dort. Kriegen die da noch grün? Ja, die kriegen noch grün, aber du kriegst nichts mehr ab. Das ist blöd. Nee, dann müssen wir das leider so lassen. So. Gut, da ist der Weg nach unten. Da hätte ich dann gerne noch eine Steinsäule hin. Du kannst wieder nach da. So. Sehr schön. Und vielleicht hier noch zwei Säulen. Auch aus Stein, oder? Machen wir es punktvoll aus Marmor. Machen wir da zwei prunkvolle Marmorsäulen hin. Gut. Ah, und Soldatenkultur. So. Baut die da noch wieder auf. Während ich mal überlege, wo ich überhaupt weiter graben muss jetzt. Oh. Und nach meinen... Das war vielleicht nicht so gut. Okay.
Pause. Ihr beide geht mal was essen, während ich die Wege in die Richtung bereite. Dumm, die dumm. Dumm. So, jetzt kann man schon mal wenigstens darüber latschen. Und das da fertig ausbuddeln. Am besten spendiere ich dafür noch eine Leiter hier. So, und hier spendiere ich auch noch ein bisschen was. So. Alle Wege führen irgendwo hin. Für meinen Sprengmeister bräuchte ich jetzt das Mauerwerk. Oder das Mauerstein, oder wie es heißt. Mauerstein, ja. Und irgendwie müsste ich auch noch da oben hinkommen. Kriegen wir alles aber noch irgendwie hin. So, hier hätte ich gerne noch ein bisschen zugemacht, dass nur noch der gerade Ausweg vorhanden ist. Und ja, wir haben maximale Beliebtheit erreicht. Also auch unsere Tendenz ist auf Maximum. Juhu. So, wohin gehen wir als nächstes? Da ich noch nicht weiß, ob es hier Bossgegner gibt, werde ich wahrscheinlich hier oben erstmal lang gehen in Richtung zwergische Vorbilder. Ach ja. So. Das sieht doch prunkvoll aus. Sind zwar keine Dwarf Fortress Hallen. Da hätte ich anders gebaut, aber hier kann ich nun mal nur so bauen. So, 3 Punkte für Genmanipulation. Obwohl, nee, ich bewahre mir den Punkt auf und verbessere meine Lagerkapazitäten erstmal. Dann kann ich nämlich auch bei den Maulwürfen das restliche Gold noch rausholen. So, du kannst ruhig wieder hier hoch. Und ja, unser König mit der goldenen mit der heiligen Granate ist müde. Und ja, jetzt hinkt der, den wir noch nicht befördert haben, hinterher. Also bin ich mal so nett und setz die 900 Gold, die wir ja eh jetzt demnächst wieder kriegen durch das ganze Platin und so, was wir da unten ausgraben, dass ich auch dich befördern kann. So, Kisten. Mal guck mal, wie das jetzt abgeht mit 3 Superforschern. Ja. Da ist zwar kein Gold mehr, aber egal.
Da ist eben noch das Platin. Wohin gehst du? Ach so, du bist jetzt da oben. Okay. Oh. So, bitte zurückziehen. Das war falsch. Da ist wirklich noch mal viel Eisen. Jo. Gut, ich nehme mir mal, kann mir mal meine Armee. Und kümmere mich mal um das hier. Noch schnell. Die dürften nämlich jetzt eigentlich kein Problem mehr darstellen. Für meine super Fernkampftruppe. Na, Kampftruppe. Weil meine Verteidiger halten einen Haufen aus. Auf dieser Tafel steht: Ich wunderte mich weiterhin, woher all die Knochen und Skelette kamen. Schließlich entdeckte ich, dass die Grüfte viel größer sind, als ich angenommen hatte. Als ich sie erkundete, erwischte mich der Forschungsleiter und befahl mir, mich zurück an die Experimente zu machen. Ich konnte mich nicht des Gefühls erwehren, dass er mich nicht in den Grüften haben wollte. Mhm. Wer auch immer der Forschungsleiter war. Weil scheinbar reden wir hier nicht von Zwergen. So, jetzt kann ich auf Genmanipulation gehen. Habe ich eigentlich jemals gecheckt, ob mir das... Nein, das bietet mir keine noch bessere Holzpflanze an. Schade. Nur sehr viel bessere Nahrungspflanzen. Kirschbäume zum Beispiel. Herbstapfelbäume sind sehr effektiv. Regenschirmpilze. Diese Pilzkreuzung stellt eine Kombination aus Speisepilzen und natürlichem Regenschutz dar. Leider regnet es unter der Erde nicht gerade täglich. Intensiv violett leuchtende Pilze, nicht sonderlich giftig sein sollte. Ja. Apfelbaum. Ja. Bringen mir Maisbeete oder sowas eigentlich auch Beliebtheit? Nein. Dazu bräuchte ich echter Pfifferling. Oh. Fleischiger Pilz, der nur mit Butter gut schmeckt. Viel Glück dabei, diese Pilze unter der Erde aufzustöbern. Pfifferlinge sind wirklich lecker, je nachdem wie sie zubereitet sind. Wie er jetzt da rumsteht. Oh. Hier gibt es ja auch noch Eisen. Nein, keine Pilze. Ich hätte gern hier eine Leiter. So, und der andere. Oh, der sitzt hier unten wieder mal fest. Das heißt, auch für dich gibt es hier eine Leiter. Oh, hier unter ist nochmal Mauerwerk. Das ist gut. Oder Mauerstein eben. Und Drachenblut. Ja gut, das müssen wir aber alles das nächste Mal erst ausbuddeln. Ich gehe zurück zu meinem König.
Und dann gibt es jetzt erstmal hier einen Cut. Also, bis gleich, meine Zwergenfreunde.